herzliche Gratulation zum Tor. Ich hätte aber lieber zum Sieg gratuliert. Du bestimmt hättest dich auch noch mehr über 3 Punkte gefreut als über dein eigenes Tor, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen jetzt, ja, man, es ist einfach schade, wenn man sieht, was wir für einen Aufwand betrieben haben, was wir für Chancen uns rausgespielt haben. Manchmal vielleicht ein bisschen zu hektisch manchmal. Ja, aber wenn man zweite Halbzeit gesehen hat, was wir für Chancen hatten und das Quäntchen Glück fehlt oder dieser Punch fehlt, einfach, dass der Ball über die Linie kommt, ja, verzweifelt man ab und zu mal, aber jetzt muss man weiter nach vorne schauen. Wir spielen ja Mittwoch schon gegen Lichtenberg und da müssen wir halt die Buden machen. Tore sind ja immer das Wichtigste eigentlich am Spiel, aber die Leistung der Mannschaft, die war doch heute, wie die letzten Wochen eigentlich auch schon, überragend, auch sehenswert. Die Leute haben euch trotzdem gefeiert. Ja, auf jeden Fall. An der Leistung können wir jetzt noch nicht bemängeln. Wir haben nach vorne gespielt, wir haben gut verteidigt. Klar, die 2 Tore waren ein bisschen unnötig, aber trotzdem, wie wir gespielt haben, wie wir den Ball laufen gelassen haben, was wir für Chancen kreiert haben, ja, da gibt es gar nichts zu meckern. Wie gesagt, am Mittwoch geht es weiter in Berlin dann und kann man das so abschütteln oder ist das so ein Fluch, der so über euch lastet? Ich meine, ihr habt ohnehin nicht viele Tore gemacht, das muss man schon sagen, obwohl es immer Chancen gab, aber dass man so ein bisschen, ja, wie so ein Makel hat, dass man sagt, Mensch, können wir es überhaupt? Nein, das denke ich nicht, weil daran dürfen wir gar nicht hadern. Wir müssen weiter nach vorne schauen. Wir können Tore schießen, wir können Spiele gewinnen. Sieht man die letzten 3 Spiele gegen gute Mannschaften. Das hätten wir jetzt eigentlich auch verdient gehabt. Und ja, jetzt müssen wir einfach, wie gesagt, nach vorne schauen.